Guten Morgen, Deutschland. Ich grüße euch. Ja, und da ist sie auch schon. Die beste Freundin von mir, liebe Leute. Unsere Nancy. Die herzallerliebste, beste Bundesinnenministerin aller Zeiten. Und was hat sie natürlich nach dieser famosen Razzia gegen diese Terrororganisation gestern gefordert? Na, ist doch klar. Jetzt muss richtig durchgegriffen werden. Und wie ich auch schon vorausgeahnt habe, kommen jetzt die Forderungen. Und jetzt geht's richtig rund, Leute. Denn hört euch das mal an, was die Dame allen Ernstes jetzt fordert. Umso wichtiger ist es, dass wir Extremisten, Verfassungsfeinde aus dem öffentlichen Dienst auch schnell entfernen können. Wir wollen insbesondere im Disziplinarrecht und wahrscheinlich auch im Beamtenrecht insoweit ändern, dass beispielsweise, was mich schon seit langem umtreibt, ist, dass wir eine Möglichkeit schaffen, die Beweislast umzukehren. Das heißt, wenn Tatsachen vorliegen, dass dann derjenige auch beweisen muss, dass es eben nicht so ist, anstelle, dass der Staat immer nachweisen muss, sehr kompliziert, dass eben andere Gründe dafür vorliegen, dass er nicht verfassungstreu ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, da muss man, wenn man historisch bewandert ist, erstmal ein bisschen schlucken, nicht wahr, liebe Leute? Ja. Da erinnert man sich doch an die gute alte Zeit in Deutschland, nicht wahr? Also ich meine nicht die, sondern die richtig gute alte Zeit, ja. Wo noch jemand anderes aus einem anderen Land hier der große Führer war. Ja, supergeil, Nancy. Ich bin begeistert, die Beweislastumkehr öffnet dann also politischer, ideologischer und staatlicher Willkür Tür und Tor. Denn jeder, der dann kritisch ist, in Bezug zum Beispiel auf die EU, in Bezug zum Beispiel auf die Fiskal-Finanzpolitik, in Bezug auf die Migrationspolitik, in Bezug auf die Klimapolitik, in Bezug auf die Genderpolitik, eigentlich jedes politische Feld, da wird dann Tür und Tor fürs Denunzieren, Diskriminieren, Diffamieren geöffnet. Denn dann kann jeder hergehen und jemanden beschuldigen, ein Verfassungsfeind zu sein. Und ihr da draußen müsst den Scheiß dann auch beweisen, dass es nicht seid, liebe Leute. Toll, wunderbar. Bis jetzt muss es ja noch der Staat beweisen. Und es ist auch richtig so, denn es gilt die Unschuldsvermutung, liebe Leute da draußen. Aber das, was Frau Nancy Faeser jetzt hier möchte, ist totalitär, ist die gute alte diktatorische Zeit, meine lieben Bundesbürger. Und dann dauert es natürlich auch nicht lange, bis Ihr Kollege, ne, der Lars ist ja auch ein ganz toller Hecht, ne, der Supersoldat der SPD, Lars Klingbeil, ne, der kommt direkt dann mit der Forderung, aufgrund der Rentner-Razzia, ja, dass man doch jetzt bitte die gesamte AfD unter Beobachtung stellen soll, weil sie ja scheinbar alles und überhaupt mit allem damit zu tun hat. Nochmal, es war eine ehemalige AfD-Abgeordnete, liebe Leute. Eine ehemalige. Na, ja, klingelt da irgendwas bei dem Wort ehemalig oder so? Ja? Und auch da gilt die Unschuldsvermutung, Herr Klingbeil. Da muss man erstmal mit Beweisen auf den Tisch kommen und nicht mit irgendwelchen WhatsApp-Chat-Verläufen, wo Hinz und Kunz mit irgendeinem Profil irgendwas schreiben kann, wo dann erstmal zu beweisen wäre, wer derjenige, der das geschrieben hat, überhaupt ist. Denn wir wissen ja von Herrn Haldenwang, dem Chef oder dem Untergebenen von der Nancy, dass der Verfassungsschutz ja seine eigenen Leute auch in den Gruppen hat. Also wer kann das schon sagen, wer hier was, wann, wo schreibt? Beste Deutschland aller Zeiten. Diese Ampelregierung dreht jetzt richtig auf. Wir werden hier so einen richtig voll super duper demokratischer Staat, liebe Leute, für Meinungsfreiheit, Einigkeit und Recht und hasse nicht gesehen. Am Arsch. Schönen Tag noch.